die Herrscher der Lüfte. Hautnah erleben, mitten im Teutoburger Wald. Das ist sehr beeindruckend und faszinierend und genau deswegen sind wir heute mit der Lippe-Story in der Adlerwarte Berlebeck in Detmold. Es ist übrigens die älteste und artenreichste Greifvogelwarte Europas mit rund 220 verschiedenen Greifvögeln. Klaus Hansen ist der Chef der Adlerwarte und er geht mit Landrat Axel Lehmann sofort in den Praxistest. Da ist jetzt keine Sicherungsleine dran. Sie müssen jetzt bitte die Daumen und Zeigefinger schön stramm zusammenhalten, ne? Ja, okay. Und wenn er abspringt, das tut er gleich mit mal, dann bin ich ja bei Ihnen. Wäre es mit der Sicherungsleine nicht? Nee. Das sieht so unprofessionell aus. Okay. Sie brauchen das wirklich nur zwischen Daumen und Zeigefinger. Ja, okay, geht in Ordnung. So. Und dann ist das gut. Und dann bin ich ja auch bei. Ja, mein Freund. Das läuft. In der Adlerwarte übrigens schon seit über 80 Jahren. Gerade erst wurde die Jubiläumssaison erfolgreich beendet. Die Flugvorführungen sind immer wieder ein beeindruckendes Erlebnis. Ja, wir haben 220 Vögel. Eigentlich schon ein paar mehr, weil toi toi toi, sehr erfolgreich, Zucht ja gut angelaufen bis jetzt. Aber die nehmen wir erst in die Inventur mit auf, wenn die so wie er auf dem Handschuh stehen können. Mhm. Also, bisher 220 Vögel Altbestand und das aus 50 verschiedenen Arten. Mhm. So viel Artenreichtum in einem Tierpark, nur Greifvögel finden Sie nirgendwo auf der Welt. Immer noch die artenreichste, die wir wirklich auch weltweit haben. Und spannend finde ich außerdem, dass hier auch eine Arbeit, wie soll ich sagen, Krankenpflege betrieben wird. Also kranke Tiere, die hier aufgegriffen werden, werden hier wieder hochgepäppelt, Greifvögel. Auch schon seit vielen, vielen Jahren. Allein, dass man mal so eine Faustzahl hat, 220, 230 Vögel noch mal wilde pro Jahr, nur Greifvögel und Eulen. Mhm. Kommt aber das Gleiche an Spatzen, Singvögel, also bis zum Höckerschwan noch mal dabei. Also roundabout 450 Vögel. Wir haben jetzt auch, wie gesagt, ein akutes Platzproblem, ja. Weil so ein Greifvogel bucht Einzelzimmer, ganz klar. Der Einzelzimmerbewohner auf dem Arm von Axel Lehmann ist übrigens ein Gaukler. Der Gaukler ist ein afrikanischer Schlangenadler, ist ein mittlerweile nicht mehr so häufiger Vogel in Afrika, also vor 20, 30 Jahren noch sehr häufig. Gaukler, gaukelhafter Flug, ganz dünne, spitze laufende Flügelchen, kurze Schwänzchen, das heißt, der hängt immer wie so ein altersschwaches Flugzeug in der Luft und da hat der Burschen seinen Namen bekommen. Ja. Total. Ich bin auch gleich hellhörig, wenn Sie sowas sagen. Ja, doch. Wir sind Freunde hier. Und vorher gab es hier einen anderen Gaukler, der ist leider verstorben ist. Der ist über 60 Jahre alt geworden. 72. Ne? War 72. Also das war immer mein Lieblingsvogel hier auf der Adlerwarte. Weil den kannte wirklich jeder. Also wirklich auch die Senioren, die heute hier hochkommen, sagen mir, wo ist er denn? Wo ist er denn? Unser Gauki und so weiter. Und den konnte man also vor 20 Jahren konnte man den auch noch streicheln. Also ja. So ein Gaukler so, der stellt sich so vorne hin, macht den Kopf runter und dann will der gekrault werden. So, das macht aber nur so ein Gauklerchen. So, jetzt konnte aber der normale Besucher nicht mehr unterscheiden, dass der Gaukler das mochte, aber der Kaltschwarzadler nicht mehr. So, und den das begreiflich zu machen, da saß denn doch schon mal das eine oder andere Schnäbelchen im Händchen drin. Und deswegen ist überall jetzt ein Zaun vor, dass sie also nicht mehr dran treten können. Als gebürtiger Berlebecker hat Axel Lehmann einen ganz besonderen Bezug zur Adlerwarte, denn manchmal verfliegen sich die Greifvögel schon mal. Er hat ja auch ab und zu mal einen zu Hause, zumindest auf dem Dach sitzen. Ja, das ist wahr. Oder im Garten war auch schon mal jemand. Das müssen Sie erklären, weil Sie wohnen um die Ecke hier? Ich wohne vielleicht, was ist das, 300 Meter Luftlinie von hier. Und dann kann es schon mal sein, dass sich da einer niederlässt und mal wieder abgeholt werden muss, wenn die Thermik nicht passt, dass sie nicht wieder in Gang kommen. Oder zu dusselig zum Fliegen ist. Oder das. Keine Langeweile, also rund um die Adlerwarte Berlebeck, die Sie übrigens bequem mit der Buslinie 701 erreichen können. Dann gibt's bei der Anreise auch kein Hickhack. Eines dieser wunderbar typischen lippischen Wörter. Was genau heißt das eigentlich, Hickhack? Hickhack ist ein Hin und Her, ist ein von links nach rechts und wieder zurück, weil man keine Lösung findet und weil man sich dabei so ein bisschen behakt. Und vielleicht auch mal ein bisschen Streit entstehen kann. Das werden Sie hier bei uns in der Lippe-Story garantiert nicht erleben. Den Beweis dafür gibt's schon in der nächsten Folge. Dranbleiben!